Ja, ein Hallo auch von mir und herzlich willkommen. Ich bin Alexandra Bruhn, ich bin Förderschullehrerin, früher mit der Fröbel-Schule in Wunsdorf und jetzt an der Otto-Hahn-Schule. Seit vielen Jahren immer mit meiner Theater-AG hier aufgetreten und ja, vor 6 Jahren habe ich in die Fußstapfen durfte ich treten von Sabine Hartmann, die das Festival ja, vor 23 Jahren gegründet hat. Das ist der Grund, warum wir heute hier sind und ich bin sehr froh. Und grüße Sabine ganz herzlich. Einen Gruß nach Gerden. Ja, Sabine, von mir natürlich auch ganz herzliche Grüße zu diesem ganz besonderen Festival hier aus dem Pavillon. Ja, ein besonderes Festival, weil es natürlich nicht nur gestreamt wird diesmal, sondern weil wir auch ja, Einblicke in die Kulissen des Pavillons oder in die Technik gewähren und ihr neben Filmbeiträgen auch die Chance habt, Interviews mit Gruppen zu sehen und ein bisschen guckt, wie arbeiten die Gruppen, wie kommen sie auf ihre Ideen und woran haben sie so Spaß und warum ist Klatschmohn so ein Magnet? Ja, also wie gesagt, Klatschmohn auch mal hinter die Kulissen blicken, das ist eigentlich auch so unser Motto, jenseits von unserem Thema, was ja Sehnsucht ist in diesem Jahr, die Sehnsucht eben nach, wieder nach Freiheit, nach Kommunikation, das schwebt so wie eine Wolke über dem gesamten Festival, aber wie gesagt, wir wollen einfach auch mal ein bisschen andere Dinge zeigen, nicht nur das, was sonst auf der Bühne passiert, sondern auch die Entstehungsprozesse, wir wollen euch informieren und ich denke, da werdet ihr euch heute an diesem Abend auch einiges erfahren von den Gruppen, die teilweise live hier in Interviews vor Ort sind oder auch per Chat oder per Zoom-Konferenz dann zugeschaltet sind. Ihr könnt euch auch beteiligen an diesen Gesprächen. Es gibt eine Chat-Funktion und wir freuen uns total über Kommentare, über Fragen und diese Chats werden dann auch relativ am Ende dieser Veranstaltung heute, werden dir dann auch vorgelesen. Ja, so gestaltet sich der heutige Abend. Die einzelnen Programmpunkte werdet ihr dann gleich noch erfahren. Und ja, ich glaube, Alex, was fehlt noch zu so einem richtigen Klatschmohn-Festival? Unser Lied, das Klatschmohn-Lied. Das Klatschmohn-Lied. Viel Spaß am heutigen Klatschmohn-Abend. Theater, Klatschmohn, wir sind dabei vor
Ja, hallo auch von mir. Das ist ein echter Ohrwurm. Geht euch das auch so? Das verfolgt einen immer eine ganze Zeit lang. Ich bin Andrea Friedrichsmeier und bin über mein Hobby zu Klatschmohn gekommen vor 4 Jahren. Mein Hobby ist es, Fotos zu machen und Videos. Vorzugsweise mache ich das von Menschen und da ist natürlich hier, sind immer wunderbare Gelegenheiten, die Bühnenauftritte zu fotografieren. Das habe ich gemacht in den letzten Jahren. Die Resultate sieht man dann zum Teil im Internet oder auf Broschüren. Ich habe auch 2 Fotoausstellungen gemacht im Rahmen von Klatschmohn und einen Videoclip gedreht von dem großen Trommelwirbel am Kröpke zum 20. Geburtstag von Klatschmohn. Ja, Klatschmohn ist auch für mich etwas ganz Besonderes. Ich mag die Einzigartigkeit der Menschen, die ihre Ideen und ihre Träume hier ausdrücken. Durch ihre Gesten, durch ihre Stimmen, ihre Bewegungen, ihre Blicke und das mit einer riesigen Begeisterung, die ganz schnell überspringt auf mich. Ihr kennt das ja vielleicht selber auch. Ich empfinde das jedenfalls als echte Bereicherung. Und schon vor ein paar Wochen habe ich dieses besondere Gefühl wieder in mir gespürt. Und das war bei der Gelegenheit, als ich die Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule besucht habe, um dort ein Video zu drehen. Dort habe ich Almut Püschel und ihre Ballett-AG getroffen. Und die Ballett-AG ist auch ganz oft schon bei Klatschmohn aufgetreten in den vergangenen Jahren mit ganz großartigen Stücken. Und da die Gruppe in diesem Jahr ja nicht kommen kann, besuchen wir sie jetzt gemeinsam in ihrer Schule. Und ich denke, vielleicht interessieren euch auch die folgenden Fragen. Was machen die eigentlich in der Ballett-AG für Übungen und warum? Wie sieht es aus, wenn sie für ihr neues Stück proben? Und was geht ab, wenn der aktuelle Lieblingssong der Gruppe gespielt wird? Antworten darauf gibt der Film. Und vielleicht habt ihr danach auch einen neuen Ohrwurm. Mir geht das jedenfalls immer so, wenn ich diesen Film sehe. Und mir ging es auch beim Schneiden des Videos ganz extrem so. Viel Spaß und Film ab. Unsere Übung für Konzentration. Also warum seid ihr hier nochmal bei der AG? Es macht halt Spaß, bringt viel Glück und Freude und ist auch wie, also genau wie Liebe. Jetzt kommt unser Bodentraining. Daran, diese AG jede Woche zu machen? Also, mir gefällt am allermeisten die Begeisterung. Die Begeisterung der Schülerinnen und Schüler, die einfach voll, wenn ich hier zum Tor reinkomme, überschwappt auf mich. Und
Mir gefällt es, dass ich jeden Schüler und jede Schülerin, so wie sie ist, in Tanz und Theater aufnehmen kann und ihre Ideen verwirklichen kann und diese auf die Bühne bringen zu einem gemeinsamen Stück. Und das ist besonders toll. Der Stimmenraum. Zweites oder genauso wichtiges finde ich, dass ich nehme das Mittel des Balletts als Möglichkeit, eine Haltung für sich zu entwickeln. Eine Haltung, die auch, es kommt mir nicht auf die perfekte Haltung, Balletthaltung an, nicht auf den perfekten Körper, sondern die Haltung, ich bin schön, ich kann gerade durchs Leben gehen, ich mag mich im Spiegel angucken und ja, ein Selbstbewusstsein aufzubauen. Und das gelingt ziemlich gut mit diesen Möglichkeiten, die wir hier haben. Ja. Deine Sehnsucht. Also meine Sehnsucht ist, hier wieder volle Pulle loszulegen. Klatschmann dabei. Immer. Und wie war das für euch? Gut. Also ich fand es schön, als ich dieses Bauchtanz, ich hatte jetzt dieses Bauchtanz, da kann man so tanzen. Das fand ich voll schön. Das fand ich einfach schön, dann war ich nervös. Und ja, es hat mir Spaß gebracht, auch wenn es anstrengend ist, aber es bringt mir einfach Spaß zu tanzen. Ja. Und dann überwindet man diese Nervosität. Ja. Thank you.
Das Thema bei Klatschen ist diesmal Sehnsucht. Was ist denn eure Sehnsucht oder was vermisst ihr momentan? Also ich vermisse beim Klatschen zu tanzen und dass alle Leute uns zuschauen. Zwei Ausschnitte auf unserem Proben. Du machst nach? Ja. Soll ich vormachen? Mach, ja. Bist du einverstanden? Ja. Habt ihr euch geeinigt? Ich mache. Ja. Okay. Wir machen auf jeden Fall zwei Drehs. Wir sind super in der Zeit. Ihr kriegt auch noch euren Lieblingstanz, den ihr dann gleich machen könnt. Okay, einmal runter. Wir machen jetzt Buru Buru zum Entspannen. Ja, ich möchte erstmal nochmal ganz herzlichen Dank an Andrea Friedrichsmeier sagen, die diesen tollen Film gemacht hat. Durch diesen Film haben wir wirklich wundervolle Einblicke in die Probenarbeit der Stetzner Kompanie bekommen. Und die Gruppe ist ja schon oft hier bei Klatschmohn aufgetreten mit ganz zauberhaften Stücken. Und ich bin immer wieder sehr fasziniert auch darüber, wie Almut die Schülerinnen und Schüler zum Glänzen bringt und wie sie über sich selbst in den Stücken auch hinauswachsen. Das ist wirklich immer sehr beeindruckend. Wir bleiben beim Tanz. Der nächste Einspieler, oder es sind eigentlich zwei, die kommen von der Es ist so Company aus Braunschweig. Und zwar sehen wir zuerst eine eigene Choreografie des Tänzers Stefan Bockdoll.
Und als zweites direkt im Anschluss danach eine kleine Dokumentation, wie diese Gruppe in der letzten Zeit unter Corona-Bedingungen auch geprobt hat. Und wir haben danach noch die Möglichkeit zu einem Gespräch. Also Stefan und Gerda sind auch hier im Studio und werden uns dann noch über ihre Arbeit und über ihre Projekte erzählen. Schweben und machen tun, aber unsere Aufgabe so von Kampagne, vom Rest, dass wir wirklich diesen Takt beherrschen und jeden Schritt, was wir machen, also exakt bleibt. Also wir können bei bestimmten Sachen nicht mehr improvisieren. Ja? So. Kadir, kannst du mich hören? Ja. Ja. Verstehst du? Ja, klar.
Stephanie Baum, bitte dein Bild nicht anmachen, weil es ist immer störend. Du kannst uns sehen, aber du kannst, ja, bleib einfach in verborgen. Okay, so, und ich gehe jetzt, ja, Stephanie, ja, ist okay? Gut, sonst geht's euch gut? Ja. Wunderbar, gut, dann beginnen wir. Achtung. Kadir, steh auf. Kadir, aufstehen. Und jetzt. Richtig im Kreis. Kadir. Und rechte Arm und linke führt. Und machen wir kleine Schritte. Eine Drehung und bleiben breitbeinig, Oberkörper tief und Arme hin und her, hin und her. Und jetzt ein Chassé. Drehung und noch ein Drehung mit drin. Und wir springen, rechte Bein vorne, Sprung. Auf die andere Seite, links, Sprung. Okay. Ja, das war ein Einblick in die Probenarbeit der Es ist so Company. Und ich freue mich jetzt, dass hier im Studio Gerda Raudonikis und Stefan Bogdol sind und uns einige Fragen beantworten werden zu der Probenarbeit und was da letztendlich dann auch draus geworden ist. Ja, ich habe erst mal eine Frage an Stefan. Wir haben ja jetzt gerade gesehen, auch dich zu Hause, wie du getanzt hast. Und ich wollte mal fragen, wie war das denn für dich so auch mit diesen Zoom-Konferenzen und auf diese Methode, auf diese Art und Weise zu tanzen? Wie hast du das empfunden? Also es war sehr kompliziert gewesen, weil ich keinen so richtigen Platz hatte, aber irgendwie musste ich ja mich zurechtfinden. Hätte ich das jetzt nicht mitgemacht, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwann die Probleme gekriegt, dass ich halt dann etwas verlernt hätte. Und andersrum gesehen, habe ich mir gedacht, mit dem wenigen Platz, den ich hatte, von 1,20 Meter mal 1,50 Meter, wo ich da halt rumgetanzt habe, habe ich alles Mögliche, was möglich war, möglich gemacht. Ja, also das, da hast du wirklich, also man hat ja gesehen in deinem kleinen Zimmer, aber du hast wirklich den Platz optimal ausgenutzt, denke ich mir auch. Ne? Und Gerda, für dich war das ja auch sehr kompliziert mit der Gruppe. Wir haben ja vorher auch telefoniert und du hast erzählt, dass ihr wirklich zweimal die Woche 2 Stunden mit der Gruppe probt. Das fand ich schon unglaublich diszipliniert. Erzähl mal, wie war das denn für dich? Irgendwie musste ich im Kopf umstrukturieren, Leute auch, es war nicht mehr diese Präsenz, es war immer Mittwoch, Freitag von 15 bis 18 Uhr. Wir haben trainiert, viel geredet natürlich und was uns immer so aufgeheitert hat, dieser Hund, also unser Enzo, der war bei den Proben, der hat ein bisschen so Spaß gemacht mit uns und ja, hat uns glücklich gemacht. Die Proben, was ich so bei Stefan gesehen habe, war eigentlich traurig, habe ich gedacht. Dieser große Mann in diesem kleinen Zimmer. Und dann irgendwann dachte ich mir, okay, das ist eine Herausforderung, genauso für alle anderen. Und ich bewundere diese Tänzer, Stefan. Er hat nicht aufgegeben, auch die anderen Tänzer haben nicht aufgegeben. Und das hat mich natürlich auch motiviert. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Also jetzt machen wir mal einen kleinen Sprung. Ihr gehört ja nun zu dieser tollen Gruppe Es ist so Company. Und erzählt euch uns doch mal, wie lange gibt es denn die Gruppe schon? Und Stefan, ich fange mal bei dir an. Seit wann tanzt du denn in der Es ist so Company? Also tanzen tue ich, seitdem die Gruppe existiert. Also die Gruppe existiert seit 2004 in der Es ist so Company.
ja, die Namen ist ESSO Company, hat die Gruppe erst gekriegt, wo wir dann irgendwann kein Dampf mehr hatten, wo wir dann eine Regisseurin oder Trainerin gesucht hatten, die uns den notwendigen Dampf gibt, um zu noch besser zu werden. Und wo wir Gerda dann gefunden hatten, da wurde dann halt aus dem Namen Panther, der halt ein bisschen kindisch klang, denn die ist ESSO Company draus. Ja, und ich habe ja gehört, ne, das war, glaube ich, so, habt ihr mir vor Jahren mal erzählt, Gerda hat immer gesagt, es ist so. Und dann, stimmt es? Habe ich das richtig in Erinnerung? Also wir hatten, gut, für mich das war auch Neuerland. Und es kam so Spruch von mir, wo ich nicht bewusst natürlich benutzt habe, wenn das so nicht klappte, wie ich wollte, sagte, okay, es ist so. Und glücklicherweise, ein großes Stück, was wir erst einmal auf die Beine gestellt haben, hieß Es ist so. Und dabei wurde auch ein Film gedreht. Das war ein großer Festival oder 50 Jahre Lebenshilfe. Wir waren auf riesige Bühne. Es war aufregend für die Company auch. Haben wir einen Film gemacht und dieser Film hieß Es war so. Ja? Also wir haben so immer so Spielworte gemacht. Das hat sehr gut funktioniert. Das war auch ja, so entspannter irgendwie. Ja, und irgendwann habe ich angeboten, ob wir unsere Company Es ist so Company nennen. Ja, ich freue mich, dass es so ist, wie es ist und dass ihr jetzt hier seid. Ja, du hast eben schon die Lebenshilfe erwähnt. Wie funktioniert denn so die Zusammenarbeit mit, wie kann ich mir das vorstellen? Ja, erklärt uns ja, das mal. Unsere Plan oder unsere Probenplan ist sehr intensiv. Also jetzt sowieso, jetzt proben wir seit 2,5 Wochen jeden Tag, auch Samstag, Sonntag. Wir hatten noch keine Wochenenden. Heute sind wir direkt nach der Probe hier gekommen. Freuen wir uns natürlich. Es ist große Ehre für uns. Und die Lebenshilfe natürlich weist und unterstützt uns dabei, ganze Zeit. Also seitdem ich bei der Lebenshilfe bin, habe ich immer das gute Gefühl, diese Organisation steht hinter uns, was wir machen. Die interessieren sich, die unterstützen auch in der Planung, weil man muss so vorstellen, diese alle Leute, die bei mir momentan 8 Personen, Tänzer, die gehen von der Arbeit und kommen zu mir. So, und das funktioniert. Ja, also das ist ja auch nicht selbstverständlich, also das unterstützt ja wirklich sehr gut. Ich denke, nur so ist so eine Arbeit auch möglich, so wie ihr sie macht. Jetzt ist aus dem Ganzen, was wir gesehen haben, ist ja ein richtig großes Stück geworden. Das heißt Juri, der Traum vom Fliegen. Und es wird auch bald ziemlich hoch hinausgehen mit diesem Stück. Und zwar gibt es eine Kooperation von Klatschmohn und den Theaterformen. Und vielleicht haben manche schon gesehen, die sich in Hannover befinden, dass wir gerade eine ziemlich große Sperrung haben, die Hochstraße, hier direkt fast in Rufweite vom Pavillon ist gesperrt und da gibt es jetzt einen ganz großen Aufbau. Also die Theaterform oder ein Teil der Theaterform findet auf dieser Straße, auf dieser Hochstraße auch statt. Und am Donnerstag, den 15. Juli, wird die Es ist so Company dort mit ihrem Stück Juri, der Traum vom Fliegen, auch vertreten sein. Und wie gesagt, das, was wir hier gesehen haben, kleine, ganz kleine Elemente, die haben sich zu einem ganz großen Stück gefügt. Und ich werde natürlich kommen und noch einige andere. Und es gibt sicher auch noch Karten. Wer also möchte, kann da auch dran teilhaben. Ich habe übrigens schon den Wetterbericht mir angeguckt und ihr werdet, aller Voraussicht nach, werdet ihr gutes Wetter haben. Das ist jetzt in diesen Zeiten gar nicht so selbstverständlich. Nämlich wenn es regnet, können die Veranstaltungen dort auf der Hochstraße gar nicht stattfinden. Also wir drücken den Theaterformen auch ganz fest die Daumen, dass das klappt. Jetzt noch eine letzte Frage an Stefan. Wie findest du das denn, die Vorstellung, auf einer Straße zu tanzen? Habe ich noch nie gemacht. Aber ich finde es eigentlich großartig. Wer kann das schon mal auf einer Brücke oder auf einer Hochstraße irgendeinen Auftritt dahinlegen?
Ja, da hast du vollkommen recht. Und wie gesagt, wir sind bei euch und wünschen euch, wie gesagt, dass der Wetterbericht recht hat und dass ihr einen ganz tollen Auftritt habt. Aber natürlich wollen wir auch, dass ihr auch mal wieder hier auf dieser Bühne tanzt. Ne? Und ja, wir freuen uns, wenn wir uns dann im nächsten Jahr hoffentlich auch wieder hier sehen. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, es geht auch schon gleich weiter. Ihr dürft jetzt dezent mit euren Masken die Bühne verlassen und ich werde den nächsten Film ansagen. Und zwar sehen wir jetzt einen Trailer, wir haben heute drei Kompanien hintereinander, das war die Es ist so Kompanie und jetzt kommt ein Trailer der Minotauros Kompanie aus Hamburg. Gelebte Inklusion ist für mich erstmal auf Augenhöhe arbeiten mit den Schauspielern, ihnen die Struktur zu geben, die sie brauchen, um auch ein künstlerisch qualitativ gutes Ergebnis zu erreichen. Und es bedeutet natürlich auch ganz besonders, auf große Bühnen zu gehen und in den öffentlichen Raum. Der Teufel hat eine große Schwäche fürs Tag. Das einfach weg raus! Was hast du für ein Scheiß gefilmt? Wer kommt da überhaupt? Da fahren wir jetzt hin, oder? Ein ganz wesentlicher Aspekt ist, sichtbar zu werden. Für die Schauspieler, die mit diversen Handicaps in dieser Gesellschaft immer noch um Sichtbarkeit ringen müssen, das ist absolut keine Selbstverständlichkeit. Theater oder Kunst auch allgemein schafft Begegnungsräume, also diese inklusiven Begegnungsräume zwischen Menschen mit Handicap, Menschen ohne Handicap, die treffen aufeinander, sei es, dass, wie in unserem Fall, die Menschen mit Handicap auf der Bühne stehen, die Menschen ohne Handicap im Publikum sitzen. Die Methode muss sehr differenziert sein, weil jeder mit sehr unterschiedlichen emotionalen und kognitiven Voraussetzungen hier ankommt. Wenn wir ein neues Theaterstück anfangen, zum Beispiel Der gute Mensch von Sichuan, von Brecht, dass die Geschichte erstmal auf das Grundgerippe reduziere, sodass das für alle nachvollziehbar ist. Mein Schwerpunkt in der Minotaurus Kompanie ist Arbeit mit Sprache, Arbeit mit Text. Mit dem Ziel, Sprache und Bewegung zusammenzubringen und den Spielern Hilfestellungen zu geben, ihre Texte für sich gut zu erarbeiten. Musik und Theater gehören für mein Empfinden untrennbar zusammen mittlerweile. Gerade bei so Szenen, wie wir sie jetzt momentan auch erarbeiten, mit diesen Slapstick-Geschichten, da ist Timing sehr wichtig und dafür braucht man halt auch so ein gutes inneres Rhythmusgefühl. Und wenn man sich sehr viel mit Musik beschäftigt, dann wird dieses Rhythmusgefühl einfach noch mal stärker. There's something wrong with you. Da stimmt was nicht mit dir. Für mich ist es und für das Ensemble ist das eine große Freude, dass wir bei den Elbe-Werkstätten vor Anker gehen konnten, weil wir haben einerseits sehr viel Freiheit, andererseits werden die Spieler sozialpädagogisch in psychosozialen Belangen intensiv begleitet. Wir haben wirklich ein sehr gutes Verständnis voneinander. Wir achten sehr aufeinander und wir schaffen es auch immer wieder, neue Mitarbeiter gut zu integrieren. Jeder von uns ist ja irgendwie ein bisschen anders, aber trotzdem arbeiten wir hier eng zusammen auf eine sehr intime Art und Weise, sehr vertraulich. Jeder wird nach seinen individuellen Fähigkeiten gefördert
Und das habe ich gemerkt. Ich habe also auch eine gute Entwicklung vorgenommen und habe mich sehr weiterentwickelt. Ich habe durch diese Arbeit ganz viele Ängste ablegen können. Man darf hier sein, wie man ist, und wird aber trotzdem voll mit reingenommen, voll mit ins Leben genommen und ernst genommen und gleichberechtigt. Also ich habe mein Leben zurück, seitdem ich hier bin. Ja. Mir hat das extremen Selbstvertrauen gegeben, dass ich das auch mit nach außen nehme, also in mein privates Umfeld, dass ich offener anderen gegenüber bin. Persönlich finde ich das hier total toll, dass man kreativ sein kann. Ich bin ein tierischer, emotionaler Mensch und ich kann meine gesamte Emotionalität in meine Rollen reinbringen. Ich werde herausspritzen. Weißes Blut auf grauen Scheißstein. Ich würde mir experimentelle Räume wünschen mit etablierten Theatern. Wie ist das zum Beispiel, wenn wir jetzt mit 3 Thalia-Schauspielern zusammen mal eine Probe gestalten? Das heißt, ich würde gern auch diese Kluft mehr schließen, weil wir befinden uns immer noch auf einem anderen Planeten. So, und ich würde dann ganz gerne so eine behutsame Annäherung haben, wo wir mal sagen, okay, wir treffen uns und wir proben vielleicht eine Szene. Und wenn Sie mit Ihrem Potenzial, das Sie hier entwickeln können, dann auch noch auf eine Bühne gehen können und auch mit Selbstbewusstsein sagen können, ich bin jetzt so hier, wie ich bin, ich habe was zu bieten und ich möchte euch gerne begegnen. Also es ist ein bisschen so wie Inklusion verkehrt rum. Wir wollen auch aktiv in die Inklusion hineingehen und nicht von anderen inkludiert werden. Das Ganze so ein bisschen offensiv und eigeninitiativ zu gestalten, und dafür eignet sich Theater wunderbar. Ja, vielen Dank an die Minotaurus Kompanie aus Hamburg. Hier an dieser Stelle erstmal der Hinweis, der Film ist es gibt noch einen langen Film, den könnt ihr bei der langen Nacht, nach langen Klatschmondnacht, also morgen haben wir so eine Veranstaltung, wo alle Filme, die in Kurzform gezeigt werden, nochmal in voller Länge gezeigt werden. Und das war ja der Trailer dazu. Und es gibt noch eine sehr lange Dokumentation oder beziehungsweise eine halbstündige Dokumentation. Und da erfahrt ihr noch mehr über diese Kompanie aus Hamburg. Und jetzt wollte ich mal fragen, es ist eigentlich ein Zoom-Interview geplant. Steht die Verbindung? Eben gab es technische Probleme. Ich bitte um kurze Informationen dazu. Ich glaube, es gibt technische Probleme und ich denke, wir werden einfach ganz, ganz viele herzliche Grüße nach Hamburg schicken. Ich sehe, da gibt es ein kleines Bild. Vielleicht haben wir doch Glück und können das Gespräch führen. Der Ton ist noch etwas gewöhnungsbedürftig. Aber ich frage jetzt einfach mal, Olga, bist du da? Ja. Hörst du mich? Ja, das ist toll. Ja, wir hören dich. Das ist sehr schön. Wir sehen dich zwar nicht, aber wir hören dich. Und das ist ja schon mal super. Ja, also erstmal, da ist sie. Ja. Hallo. Vielleicht erstmal, herzlich willkommen hier bei Klatschmohn. So ein bisschen was, wenn wir erstmal anfängliche Schwierigkeiten haben und die überwinden können, dann ist es auf jeden Fall wunderbar. Und vielleicht könnt ihr euch erstmal vorstellen, ihr beiden.
Ja, sehr gerne. Ich bin Olga Brandin. Ich habe die Minotaurus-Kompanie 1999 gegründet als inklusives Theaterensemble. Seit 2009 sind wir ein Schauspielarbeitsprojekt mit bis zu 15 Schauspielplätzen. Und jetzt übergebe ich an diese hübsche Dame. Ja, ich bin Nathalie. Ich bin seit 2016 bei der Minotaurus-Kompanie und habe da schon verschiedene Rollen übernommen. Ja, dann blickt ihr also auch schon auf eine lange Theatererfahrung zurück. Und also was mich jetzt ganz besonders interessiert, ist auch, ihr seid ja ein professionelles, inklusives Theater. Wir haben eben schon von einem sehr professionell arbeitenden Tanztheater gehört. Aber wir haben zum Beispiel in Hannover noch nicht so eine Gruppe, die sozusagen unter solch guten Bedingungen auch arbeitet. Deswegen interessiert mich, welche Möglichkeiten müssen vorhanden sein, dass man professionelles, inklusives Theater machen kann. Und vielleicht auch nochmal, ich habe gar nicht erwähnt, ihr seid ja von den Elbe-Werkstätten aus Hamburg. Vielleicht beschreibt ihr nochmal genau, wie da die Zusammenarbeit auch funktioniert, wie die Minotaurus-Kompanie da auch angesiedelt ist. Jetzt glaube ich, ist Olga nicht mehr da. Ich glaube, wir müssen jetzt uns entscheiden, dass wir dieses Gespräch auf privater Ebene nochmal fortsetzen, liebe Olga, und uns mal in Hamburg treffen und ich die Möglichkeit habe, die Minotaurus-Kompanie dort kennenzulernen und wir vielleicht im nächsten Jahr euch dann hier auch live auf der Bühne sehen können. Ich glaube, so machen wir es einfach mal, weil die Verbindung ist unglaublich schlecht und haben wir, glaube ich, alle nichts davon. Also nochmal ganz, ganz viele Grüße an die Minotaurus-Kompanie und guckt euch doch bitte morgen den ganzen Film an und so erfahrt ihr auch noch ganz viel über die Arbeitsweise dieser tollen Gruppe. Herzlichen Dank nach Hamburg. Vielen Dank. Tschüss. Ja, und jetzt geht's schon weiter. Ihr beiden geht, glaube ich, wieder auf eure Plätze. Ja, bei Klatschmund gibt es immer Überraschungen und natürlich auch, wenn so viel Technik im Spiel ist. Die Technikerinnen und Techniker vom Pavillon machen das so großartig. Aber ich glaube, wir wissen im Moment alle, wenn wir irgendwelche Zoom-Konferenzen haben, da bricht mal eine Verbindung zusammen. Das ist ganz normal. Das müssen wir einfach so stehen lassen erstmal. Ja, jetzt geht es weiter, auch mit einem Ausschnitt aus einem Film. Und zwar, die Gruppe kommt aus Freiburg. Das sind die Schattenspringer. Die Schattenspringer waren einmal bisher bei Klatschmohn, haben also diese lange Reise aus Freiburg auf sich genommen und hatten eigentlich auch total Lust, hier zum Interview jetzt nach Hannover zu kommen. Und ich habe gesagt, wollt ihr das wirklich machen für 5 Minuten auf der Bühne? Und da haben sie gesagt, ach nee, dann lassen wir es vielleicht lieber und kommen nächstes Mal wieder so richtig, dann lohnt sich die Reise doch ein bisschen mehr. Und wir sehen jetzt einen kurzen Ausschnitt aus ihrem neuen Stück, Wohin geht die Reise, mit einem kurzen gefilmten Interview danach. Und die lange Fassung gibt es dann morgen bei unserer langen Klatschmondnacht. Viel Vergnügen. Ich bin Luzifer, der Fürst der Finsternis. Ich bin Gabriela, die Herrscherin des Himmels. Mira? Ich war schon immer anders, schon als Kind.
Da konnte man mich nur mit Geschichten erreichen. Mira? Später hatte ich dann meine eigenen Geschichten. Die haben mir geholfen im Leben. Zum Mani-Spartipps. Ja, ich wärme gerade das Essen auf, nicht? Vom Gemeindefest von gestern, ja? Geld gespart, nicht? Ja, so. Wir hatten gestern auch noch eine Cocktailparty, nicht? Und da habe ich die ganzen Zitrönchen alle rausgesammelt aus den Cocktailgläsern, nicht? Und die kann man wunderbar hier ins Abwaschwasser reindrücken, nicht? Ja, das gibt einen herrlichen Duft, nicht? Und ist auch noch umweltfreundlich, nicht? Ja. Ganz sauber, ja. Oh, so. Ja. So. Ja. Ja, so. Ja. So. Oh je, ja. Das schöne Kleid der beiden Kleinen, nicht? Ein bisschen kaputt, aber auch hier kann man... draußen machen, nicht? Die kann man wiederverwenden. Und auch hier haben wir Geld gespart, nicht? Ja. Ich habe vom Gemeindefriedhof, ja, auch vom Komposthaufen ein paar wunderschöne Stiefmütterchen gefunden, nicht? Ja, die sind fast wie neu, nicht? Und was nutzen wir hier zum Geld sparen? Ja, natürlich das Abwaschwasser mit den Zitrönchen, nicht? Oh, ja, so. Umweltfreundlich und vegan, nicht? Traumhaft schön, nicht? Ja, ja, vielen Dank, ja. Sauerei. Das kann wieder nur vom Hermann sein. Das ist ja immer dasselbe. Geht grad nicht weg. Also, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, dann kann er mal grad den Besen selber in die Hand nehmen und dann mal selber irgendwie so ein bisschen vor und zurück. Dann soll er das mal gerade selber lernen und nicht immer nur sagen, ah nee, kann ich nicht, kann ich nicht. Dann kann er das hier, Besen in die Hand und ab mal einmal sauber machen. So. Nächste Woche, da knüpfe ich mir den echt mal vor. Das kann ja nicht sein hier. Nächste Woche, eine Tanzdemo.
Was verbinden Sie im Generellen mit dem Klatschmoon Festival? Sich da eben verschiedene Gruppen treffen und dass es auch so ein zentraler Ort ist, wo man eben sieht, dass eben Gruppen, die jetzt inklusiv zusammengesetzt sind, ich gebrauche lieber immer das Wort Theater mit einer inklusiven Gruppe als inklusives Theater, weil ja eigentlich wollen wir ja Theater machen und kein nicht so ein spezial inklusives Theater. Deswegen sage ich immer gerne Theater mit einer inklusiven Gruppe. Aber ja, das ist einfach, ne, das ist einfach so ein Ort, wo sowas stattfindet und wo man eben auch mal andere Leute trifft so und sich austauscht und einiges erlebt und sieht und man bringt immer was nach Hause mit. So. Sehr schön. Wie entstehen denn die Ideen für Ihre Stücke? Sammeln Sie die gemeinsam? Kommt das vielleicht von Ihnen selbst? Wie entstehen da so die Konzepte? Die entstehen bei uns gemeinsam. Also es kommt immer von der Gruppe. Und die beiden letzten Produktionen haben wir an für sich so gemacht. Da hat sich nochmal so ein Stil entwickelt. Die Gruppe sucht sich eigentlich erstmal, jeder sucht sich eigentlich erstmal seine Rolle im Laufe der Zeit. So. Also das heißt, es gibt eigentlich gar kein Thema, sondern jeder sucht sich eine Rolle. So. Und wenn die Rollen feststeht, lässt man die Rollen miteinander spielen und ausprobieren und daraus entwickelt sich dann langsam eine Geschichte. Also so sind eigentlich die beiden letzten Produktionen entstanden. So. Die Gruppe wollte unbedingt zusammenbleiben. Das war ein großes Pfund natürlich für uns und die Stimmung war eher euphorisch, so schön, dass man sich wieder sieht. Wobei die privat unglaublich viel kommuniziert haben. Also ich habe mich bewusst ein bisschen aus der WhatsApp-Gruppe rausgehalten, aber es muss da unglaublich viel gelaufen sein. Aber ich habe gedacht, es ist auch ganz gut. Ich muss nicht alles wissen, was gesprochen wird. Mir wurde nur immer manchmal von Teilnehmern der WhatsApp-Gruppe gesagt, okay, da geht's hoch her, so, was auch immer das heißt. Also die Leute haben sich gefreut, die Stimmung war euphorisch, so also wir sehen uns wieder und das hat nochmal Dreif gegeben. So. Sehr schön, das freut mich. Dann waren das schon alle meine Fragen fürs Interview. Vielen Dank, dass Sie da mitgemacht haben. Das war ja schön. Herzliche Grüße an die Freiburger, ich hoffe, ihr schaut zu. Habe ich mich gefragt, was macht denn eigentlich der Chat? Der Chat. Und gerade eben hat das Interview nämlich eine Studentin geführt, Isabel Köhler. Und die ist heute Abend auch beim Chat. Und jetzt sage ich Studentin und da fällt mir ein, habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich seit ein paar Jahren die Ehre habe, an der Universität ein Seminar, Einführung in das darstellende Spiel zu haben und dass meine Studentinnen, mein Lieblingsfestival, an dem ich ja schon als Lehrerin mit Gruppen 1000 Jahre teilnehme, das Festival rocken. Dieses Jahr habe ich natürlich welche, es ist klar, das Corona-Jahr, alle sind online und alle neu und letztes Jahr ist ausgefallen und so, welche, die das Festival noch gar nicht kennen. Aber heute Abend sind drei da, die das Festival schon kennen. Und jetzt gehen wir mal hin. Sagt mal erstmal, was macht denn der Chat? Ja, der Chat. Wir haben hier auf jeden Fall sehr viele Grüße, die wir gerne ausrichten wollen. Auf jeden Fall erstmal an Fabian, Michelle und Finn Ole. Und wenn ich es richtig gesehen habe, ist auf jeden Fall Finn Ole hier. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf euren Auftritt. Das stimmt, der ist gleich dran. Wir sind sehr gespannt. Dann noch lieben Gruß an Susanne von der Paul-Mohr-Schule. Sie war schon vor ein paar Jahren dabei. Und wir freuen uns sehr, dass sie auch dieses Jahr wieder eingeschaltet hat. Ja, prima. Außerdem haben Janine und Bosno ganz liebe Grüße dagelassen. Und sie drücken der Es ist so Company ganz, ganz sehr die Daumen für ihren Auftritt. Oh, das finde ich toll, das freut mich. Ja, Janine kann heute Abend leider nicht da sein. Sie ist krank geworden. So ist das manchmal im Live und so. Schade. Grüßt Janine nochmal ganz lieb zurück. Ja, liebe, liebe Grüße. Genau, sie sieht ja zu. Was bin ich für ein Honk? Passt auf, kommt doch mal mit. Kommt mal mit.
Fachbereich Sonderpädagogik, was heißt das eigentlich? Das könnt ihr am besten beantworten und ein paar Fragen beantworten. Wir begrüßen auf der Klatschmundbühne ganz herzlich Nathalie, Isabel Hallo. Und John. Hallo. Hallo. So, ihr Lieben, wie seid ihr dazu gekommen, das Seminar zu wählen? Und man muss dazu sagen, ist schon längere Zeit her. Wieso seid ihr noch dabei? Ich kann ja einfach mal anfangen. Also dein Seminar hieß ja Einführung in die Theaterpädagogik und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts mit dem Thema zu tun und dachte mir, ja, warum nicht? Und das Klatschmund-Festival war eher sowas, was so nebenbei ein bisschen erwähnt wurde. Und man hat erstmal natürlich ganz viel Theaterpädagogisches gelernt und dann ging es so Schritt für Schritt in die Organisation. Das heißt, alle Studierende haben dann eine Gruppe zugeteilt bekommen und hat dann auch während des Klatschmund-Festivals unterschiedliche Aufgabenbereiche übernommen, wie zum Beispiel die Bühnenarbeit oder die Kunstausstellung. Und das hat riesig Spaß gemacht. Und dann kam es eigentlich dazu, dass immer wenn ihr gerufen habt, hey Leute, nächstes Jahr geht's los, haben wir uns gemeldet. Und das machen wir bis heute. Ja, da kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Ich war ja im selben Jahr wie Isabel dabei, 2018 das erste Mal im Rahmen des Seminars. Und ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, was auf mich zukommt. Ich kannte das Klatschmund-Festival nicht und dafür war es umso schöner und deshalb habe ich mich sehr gefreut, als ich gehört habe, dass es dieses Jahr einen Livestream gibt und dachte, hey, da habe ich doch mal wieder Lust drauf, da mache ich wieder mit. Ja, bei mir ist es ganz anders, denn im Gegensatz zu den beiden neben mir bin ich schon etwas länger dabei. Ich habe nämlich eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger gemacht und bin dort immer in der Zeltstadt tätig gewesen. Und kannte dann das Klatschmund quasi auch schon wesentlich länger. Und jetzt habe ich das Studium angetreten zum Sonderpädagogen und dachte, Mensch, da habe ich es gesehen, sofort wieder wählen. Egal, das Modul habe ich schon, ich mache es trotzdem. Euch hat der Virus, der Klatschmund-Virus gepackt. Auf jeden Fall, so ist ja. Es. Cool. Jetzt hast du ja gesagt, Heilerziehungspfleger. Was ist denn jetzt eigentlich Fachbereich Sonderpädagogik, also warum studiert ihr das? Was studiert man da eigentlich? Ja, ich glaube, da machst du ein sehr, sehr großes Feld auf jeden Fall. Also ich glaube, ich kann von Isabel und mir zumindest sprechen, dass wir den Lehramtsstudiengang machen. Das heißt, wir werden Förderschullehrkräfte sein nach dem Referendariat. Und Nachwuchs. Genau. Und genau, mittlerweile ist es ja vor allem im inklusiven Bereich, dass wir dort tätig sein werden und dementsprechend lernt man eben auch in der Sonderpädagogik sehr viel dazu, gemeinsam in der Schule zu leben und zu lernen. Und das Klatschmund-Festival ist ja das Idealbeispiel für gelebte Inklusion eigentlich. Also anders als an vielen anderen Schulen wird Inklusion hier wirklich gelebt und geliebt und ich glaube, das ist auch so der Grund für viele Studierende, die jetzt auch in den letzten Jahren mitgemacht haben, immer und immer wieder herzukommen. Das ist sehr schön, danke. Und ich freue mich. Also die Schulen, die euch mal kriegen, haben Glück. Na, da wollen wir doch hoffen. Dankeschön. Ja, zur Heilerziehungspflege kann ich nur sagen, dass das mit dem Sonderpädagogikstudium quasi Hand in Hand geht und der Übergang gar nicht so schwer war. Und mit dem Klatschmohn war das eigentlich quasi wie ein Erbe quasi, was ich weitertragen konnte. Das war wirklich toll. Oder ist wirklich toll. Ich danke euch so sehr. Ich danke euch so sehr, dass ihr freiwillig, ehrenamtlich hier wieder dabei wart. Und freue mich, wenn wir nächstes Jahr hoffentlich wieder live das Festival durchführen können. Und wenn ihr es eure Zeit zulässt, dass ihr wieder am Start seid. Oder später mit euren Klassen oder euren Theater-AGs hier Teilnehmende seid, das wäre am coolsten. Ja, sehr gerne. Das stimmt, das wäre wirklich sehr cool. Gut, dann gibt es eine Überleitung. Ich würde sagen, wir verziehen uns von der Bühne. Ja. Danke, danke. Ich muss nämlich eh da.
mit ihrem kleinen Film. Und kommt jetzt nochmal. Also wenn ihr zu Hause mitmachen wollt, schafft euch ein bisschen Platz, räumt die Gläser zurück, Popcorn zurück, so dass ihr ein bisschen Platz habt, dann macht einfach mit. Viel Spaß mit ein paar Body Percussion jetzt. Die Technik. Ah. Ihr seid fertig? Was? Ja, wir möchten euch dazu einladen, mit uns Musik am Körper zu machen, Rhythmen am Körper zu machen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr zugeschaltet seid in den Wohnzimmern zu Hause. Wir können uns kurz vorstellen. Mein Name ist Gabi Grest, mitgebracht auf der Bühne heute Abend einmal die Schüler der Paul-Mohr-Schule, die ihr im Hintergrund jetzt seht, und Michelle, Teda, Bärbel, Ruven und Finn-Ole. Ja, und es soll auch gleich losgehen mit den ersten Rhythmen. Heute Morgen hatten wir ein klassisches Stück, einen russischen Tanz, einen russisch-ukrainischen Tanz. Heute Abend geht es weiter mit einem wirklich groovigen Stück von Alice Merton, No Roots heißt das. Und dazu nehmen wir die Hände in die Hand und wir spüren die Brust und hier geht's zurück. Machen ba, ba, ba. M-ba, m-ba, m-ba. Und auch die andere Seite. M-ba, 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 m-ba. Und etwas groovy ist m-ba, 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 m-ba. Und die andere Seite. Dann kommt ein Pre-Chorus. Da geht's einmal an dir, Bein, Fuß, Patsch. Die andere Seite. Bein, Fuß, Patsch. Und dann nochmal Bein, Fuß und einen großen Bogen hier rum. Das sieht toll aus. Ich hoffe, bei euch zu Hause, ihr seid dabei und macht mit. Nochmal. Und zwar Bein, Fuß, Patsch. Bein, Fuß, Patsch. Bein, Fuß und rund über dem Körper. Dann kommt der Refrain. Das ist hier Brust, Bauch, Schnipp. Brust, Bauch, Bein. Brust, Bauch, Schnipp, Brust, Bauch, Bein. Das können wir noch aufteilen, dann wird's groovy, more groovy. Und zwar rechts, links, Schnipp, Schnipp. Rechts, links, Bein, Bein. Schnipp, Schnipp, Patsch, Patsch. Ja, es klingt gut hier im Studio. Hört mal, wie es bei euch zu Hause klingt, im Wohnzimmer. Ja, und dann gibt es einen Zwischenteil. Da geht das rechte Bein und der Fuß auf den Boden und das linke. Nochmal, und da und hier.
und rechts und links. Und während wir das machen, gehen die Arme hoch, rechts, links, klatsch, klatsch, rechts, links, klatsch, klatsch. Hier sieht es super aus, im Studio in Hannover, genau. Ja, super. Das ist alles, was wir brauchen für unseren Rhythmus. Ich würde mal sagen, Musik ab. Los geht's. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. Andere Seite. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town running. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. Bein Fußkopf. And a thousand times I've seen this road, a thousand times. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, I've got no roots. One father. I like standing still, but that's just a wishful plan. Ask me where I come from, I'll say a different land. But I've got memories and travel like gypsies in the night. Andere Seite. I count gates and numbers, then play the guessing game. It's just a place that changes, the rest is still the same. But I've got memories and travel like gypsies in the night. Fine food. And a thousand times I've seen this road, a thousand times. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, I've got no roots. I like digging holes, hiding things inside them. When I grow old, I won't forget to find them. I like digging holes, hiding things inside them. When I grow old, I won't forget to find them. I've got no roots. Ja, vielen Dank an die Body Grooves von der Paul-Mohr-Schule.
Heute Morgen war das ja schon so klasse und da kam ich ganz außer Atem wieder auf die Bühne, weil ich so doll mitgemacht habe. Jetzt habe ich mich so ein bisschen zusammengerissen. Aber ganz herzlichen Dank für diese schöne Auflockerung. Und ich denke, ihr zu Hause vor den Bildschirmen seid auch wieder ein bisschen beweglicher geworden. Wenn man so lange sitzt, muss man sich doch einfach zwischendurch mal bewegen. Also ganz herzlichen Dank und macht weiter. Und wir freuen uns, euch nächstes Jahr hier wiederzusehen. Tschüss. So, ich setze mich mal auf diesen warmen Stuhl. Ja, ihr zu Hause könnt eigentlich gleich euren Platz so ein bisschen frei lassen. Dennis hat ja eben schon gesagt, macht euch ein bisschen Platz, schiebt eure Gläser zur Seite, lasst das mal ruhig so. Wir sehen nämlich gleich noch einen Musikfilm und ich glaube, da kann man sich auch ganz gut zu bewegen. Ja, der nächste Film ist von der Ilmasi-Schule aus Garbsen. Und zwar hat er den sehr schönen Titel, also im Moment finde ich, ist es wirklich ein ganz wichtiges Wort, der heißt nämlich Zusammen. Und danach erzählen uns Frieda Bleil und Annika Sauerbrei auch noch, wie es zu diesem Film gekommen ist. Also viel Spaß, Zusammen. Hallo Leute, hier Eugene, fragte die Ilmasi-Band und wegen Corona hat das einen Strich durch die Rechnung gemacht und ja, kommt einfach mal mit. Wir spielen hier ein Lied, was zusammen groß, wir sind zusammen groß. Wir haben, ja, uns virtuell getroffen und haben zusammen das Lied aufgenommen. Die Sänger haben gesungen und wir Keyboard haben gerade gespielt. Und ich hoffe, ihr freut euch auf das Lied und viel Spaß beim Zugucken. Hallo, ich bin Tony, ich bin Keyboard. Ich bin Jason und bin Sänger. Hallo, ich bin Jemina und ich spiele E-Bass. Hallo, ich habe Werbung. Und, was spielst du? Schlagzeuger. Also Frau Furche, die hat auch gerade mitgespielt und ich bin Lukas, der Sänger. Hallo. Wir sind im Asis-Schule. Wir spielen Hombild. Hallo, ich bin Marceline und das hat echt Spaß gemacht, wieder Bass zu spielen. Hallo, das heißt Hallo Hombild. Hallo, wir sind Nico und Guido und wir spielen das Alt. Hallo, ich bin Bert. Ich spiele Gitarre. Ich bin Phoebe. Ich spiele auch Keyboard. Und ja, ich freue mich darauf, dass wir gespielt haben endlich wieder. Und ja, viel Spaß. Zusammen wie Bus und Bahn, zusammen wie Fahrradfahren, zusammen wie Schwimmen und Gehen, zusammen wie Schlange stehen, zusammen wie FIFA zocken, zusammen wie richtig rocken, zusammen wie Ben und Bach. Oh, sie sind zusammen groß, wir sind zusammen ein. Und lasst uns planen, was zusammen klein. Nimm die Flossen hoch und die Kassen auf. Wir feiern heute bis zum Morgengrauen.
Susanne, du bist da nicht allein. Doch nach Susanne, du bist da nicht allein. Denn nach Susanne, du bist da nicht allein. Doch lass nur bitte noch zusammenbleiben. Zusammen wie Tasse und Becher. Zusammen wie Schulsprecher. Zusammen wie S und V. Zusammen wie Mau Mau. Zusammen wie Haus und Meister. Zusammen wie Werten und Leiter. Zusammen wie Chor und Sing. Oh, wir sind zusammen groß, wir sind zusammen ein. Lass uns besser noch zusammenbleiben. Nimm die Flossen hoch und die Tassen auf. Feiern heute bis zum Morgengrauen. Denn zusammen ist er nicht allein. Doch nach zusammen ist er nicht allein. Denn zusammen ist er nicht allein. Doch nach zusammen ist er nicht allein. Ja, hier im Studio begrüße ich jetzt ganz herzlich Annika Sauerbrei und Frieda Bleil. Und ich begrüße nicht nur die beiden hier im Studio, sondern ganz herzliche Grüße auch an die Ilmasi-Band. Ihr sitzt jetzt sicher zu Hause und guckt alle zu. Ich habe nämlich gerade erfahren, das ist hier die Welturaufführung. Ihr habt den Film noch gar nicht gesehen und er ist wirklich schön geworden. Und ich hoffe, ihr freut euch jetzt, dass ihr ihn endlich zu Gesicht bekommt. Es wurde gerade gesagt, naja, es ist auch schon ganz schön spät, aber vielleicht um 9 konntet ihr dann noch gucken. Ansonsten morgen in der Aula, ne? So habe ich das richtig verstanden. So, macht ihr noch eine sozusagen die zweite Welturaufführung. Das ist gut. Ja, das Stück heißt Zusammen. Ich habe ja schon eben gesagt, dass mich der Titel sehr gefreut hat. Vielleicht könnt ihr erst mal so ein bisschen was zu dem Stück erzählen, wie ihr dazu gekommen seid. Naja, wir haben den Aufruf von euch gehört und der kam genau zur rechten Zeit, dass wir dachten, oh, ein Video, genau, wir brauchen auch was, was uns wieder zusammenbringt. Das hat uns das ganze Schuljahr beschäftigt. Was können wir machen, um die Schule zusammenzuhalten?
Wir haben zum Beispiel wöchentliche Wochenschauen eingeführt, wo einfach Fotos aus dem Schulleben jede Woche gezeigt werden, damit überhaupt mal alle wieder sehen. Also zusammen ist ein ganz wichtiges Thema, auch für uns an der Ilmasi-Schule, nicht nur immer nach Kohorten getrennt zu sein, sondern was kann man tun, damit wir zusammenkommen. Naja, und die Songauswahl war dann ganz einfach. Wir haben gesagt, wir machen einen Film und nehmen ein Stück, was wir schon können, weil wir zurzeit nicht zusammen proben. Und dann fiel die Wahl auf das Stück zusammen, weil das passt ja nun wie Faust auf Auge. Und ist ein tolles Stück auch, finde ich. Ist ein fetziges Stück. Und wir haben den Text ja teilweise selber gemacht. Das ist unsere Lebenswelt da ausmacht an der Schule. Und und die Kids waren auch alle Feuer und Flamme dabei, das war toll, wir haben die dann eingeladen, die hatten ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr nicht mehr gespielt in der Band, die sind im Musikraum gekommen, alle einzeln und haben ihren Part da einmal geprobt und runtergespielt, das war wirklich toll, ne? Ja, da kam sofort wieder das richtige Band-Feeling auf, also so wie Phoebe das ganz am Anfang auch schon gesagt hat, ach, es war einfach schön, mal wieder zusammen Musik zu machen, obwohl es eigentlich gar nicht zusammen war in dem Moment. Ja, also das finde ich auch ganz erstaunlich. Du hast es eben so ganz kurz erwähnt, dass alle einzeln, wie habt ihr das gemacht, dass ihr das dann wirklich zu einem zusammengefügt habt? Und ist da auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl dann bei den Schülern? Konnte das durch diese Art von Probenprozess auch entstehen? Das auf jeden Fall. Also es war natürlich während der ganzen Proben oder während der Aufnahmezeit, das waren so 2 Wochen, in denen wir die Schüler immer wieder rausgeholt haben. Die haben untereinander gesprochen, die haben sich auf dem Flur dann gesehen und das muss man sich wirklich vorstellen. Also durch diese Kohortentrennung gibt es bei uns Schüler, die sich jetzt seit über einem Jahr nicht gesehen haben. Und das an einer Schule mit 100 Schülern, die eigentlich sich jeden Freitag gemeinsam trifft und gemeinsam die Woche ausklingen lässt. Das sind wirklich Highlights, dann mal wieder jemanden zu sehen. Und also das war schon die eine Sache. Und allein die Tatsache, dass die Schüler wissen, wo das Stück sonst hingeht, also was ihr Part ist, das konnten die gleich alle wieder assoziieren. Und daher kam total das Zusammengehörigkeitsgefühl auf. Und dann auch stolz zu sein, boah, ich habe das geschafft und ich habe das durchgespielt. Und wir haben sie dann auch gleich mal reinhören lassen in die Aufnahmen. Also Frieda war für die Tonaufnahmen zuständig. Ich habe die Filmaufnahmen gemacht. Sie haben gleich mal gucken dürfen. Und da spürte man dann gleich so dieses Kribbeln. Wo geht es hin? Ja, das Setting? Das war wirklich wie ein Tonstudio sozusagen. Wir haben unseren Musikraum zum Tonstudio gemacht und haben einen Backing-Track aufgenommen mit Schlagzeug und Gitarre und Gesang. Deswegen haben die ihre Kopfhörer aufgehabt, haben das gehört und haben dazu gespielt. Und dann haben wir zum Schluss den Backing-Track rausgeschnitten und dann hört man unsere Schülerinnen und Schüler, wie sie das Stück spielen. Zusammen und doch nicht zusammen, aber im Endeffekt doch zusammen. Also doch zusammen, auf jeden Fall. Was mich eben auch gefreut hat, Frieda, als du gesagt hast, dass dieser Aufruf, bei Klatschmund teilzunehmen, dass es euch auch noch so einen Kick gegeben hat, das habe ich also jetzt schon öfter gehört, das ist doch eine tolle Motivation auch war, einfach loszulegen, egal unter welchen Bedingungen und dann einfach so fantasievoll auch Möglichkeiten zu finden, dann so ein Projekt doch durchzuführen. Und das freut mich, da haben wir dann doch mit Klatschmund auch einiges erreichen können. Jetzt nochmal die Frage, wie setzt sich denn die Band zusammen? Das würde mich nochmal interessieren. Zusammen ist ja das Wort hier, ne? Ja, zusammen aus interessierten Schülerinnen und Schülern der Ilmasi-Schule. Von der Klasse 5 bis 12 hatten wir jetzt dabei. Teilweise sprechen die uns an auf dem Schulhof, ich will in die Band. Und teilweise sprechen wir sie an, weil wir sie aus dem Musikunterricht kennen. Wir sind ja die beiden Musiklehrkräfte an der Schule. Und sagen, ey, wäre das nicht was für dich? Und ja, so kriegen wir so eine Gruppe zusammen und proben mit denen und daraus wächst die Band. 12 sind es meistens. Normalerweise spielen wir noch zusammen immer wieder mit Studierenden der Musikhochschule Hannover. Das ist ein sehr schönes Projekt, mit dem waren wir ja auch schon oft hier bei Klatschmohn auf der Bühne. Das haben wir jetzt erstmal pausieren lassen, das kommt aber auch wieder. Genau, und damit ist die Band Teil unserer einen Schulsäule, nämlich die Musiksäule. Wir haben über Jahre hinweg uns da jetzt wirklich einen Fachbereich aufgebaut, der zu einem wichtigen Bestandteil der Schule geworden ist. Es beginnt mit dem Musikunterricht, der konstant
unterrichtet oder erteilt werden kann durch uns. Und dann aber eben in Ergänzung noch mit anderen AG-Angeboten, die aber während des normalen Schulalltages liegen, sodass es keine Konkurrenzangebote gibt, sage ich mal. Und da gibt es zum Beispiel einen Chor, in dem wirklich jeder mitmachen kann, egal auf welchem Niveau. Und dann gibt es eben so etwas wie unsere Schulband, die nicht nur diesen Fördercharakter hat, Förderschule, Fördercharakter, sondern auch ein bisschen den Vordercharakter. Also jemanden nach vorne bringen, indem ich auch mal über die Grenzen, die scheinbaren Grenzen aktuell hinausgehe und sage, du, ich traue dir noch was ganz anderes zu. Du kannst dir ein Instrument erlernen, Basics eines Instrumentes, und damit bist du dann Teil einer Band und du stehst irgendwann vor dem Hauptbahnhof auf einer Bühne und du hast Publikum. Oder hier bei Klatschmohn. Oder hier bei Klatschmohn, ne? Viele, viele Jahre. Das ist wirklich für unsere Schüler nicht nur musikalische Förderung, sondern eben Förderung der gesamten Persönlichkeit. Ja, also wir haben uns ja, euch ja wirklich schon oft in dieser Konstellation, auch mit der Hochschule für Musik und Theater, haben wir euch schon oft hier gehört und ihr habt auch richtig Stimmung gemacht. Vielen Dank dafür, für die letzten Jahre. Vielen Dank für den schönen Film. Euch, der Ilmasi-Band, nochmal ganz herzliche Grüße und wir freuen uns, wenn wir uns dann im nächsten Jahr vielleicht wieder hier in der großen Konstellation sehen werden. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke an euch. Ja, und das war auch schon wieder unser zweiter Klatschmohnabend hier live aus dem Studio im Pavillon. Und wir danken allen Gruppen, die heute den Weg hierher gefunden haben oder eigentlich auch im Stream, im Zoom-Interview dabei gewesen wären. Nochmal viele Grüße auch nach Hamburg zur Minotaurus Company. Vielen Dank an das gesamte Team hier, das diesen Abend möglich gemacht hat. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns morgen wieder um 10 Uhr zu unserem Klatschmohn-Vormittag oder morgen Abend zur langen Klatschmohn-Nacht. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und noch einen wunderschönen Abend. Tschüss.